Ja, servus und hello again. Hier ist wieder der Marti und wir zocken wieder den Football Manager 21, der mich zurzeit mindestens 7 Jahre meines Lebens kostet. Denn, wie man in dem gestrigen Video gesehen hat, der siebte Teil war es ja gestern, was auch 56 Aufrufe bisher geschafft hat, was für meinen Kanal absolut gigantisch ist. Es läuft nicht wirklich. Also, es läuft im Spiel nicht wirklich, weil ich schlecht bin mit dem MSV Duisburg und es läuft auch mit den Aufzeichnungen nicht wirklich. Es leckt. Also nicht das Lecken, sondern es leckt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also das heißt, ich glaube schon, dass ich weiß, woran es liegt. Das liegt an meinem Mainboard. Und ich habe jetzt wieder an den Einstellungen rumgedoktert, alles nach unten gedreht. Im Endeffekt läuft es nicht mal wirklich flüssig. Also wenn ich es aufzeichne, läuft es nicht mal wirklich flüssig, wenn ich auf niedrigste Details gehe. Das ist natürlich witzlos so. Und macht ja auch keinen Spaß zum Zuschauen dann, weil man Augenkrebs kriegt. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, entweder im 2D-Spiel das Ganze zu machen oder ich gehe auf Sofortsimulation. Ist zwar jetzt schlecht, beziehungsweise SCH wollte ich jetzt gerade sagen, Punkt, 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 aber es geht nicht anders. So macht es keinen Spaß. Der Rechner ist eigentlich von der Grafikkarte, ich könnte das in sehr hoher Qualität spielen, also ich kann es, wenn ich es nicht aufzeichne, in sehr hoher Qualität spielen, aber sobald das Aufnahmeprogramm mitläuft, also egal ob es jetzt OBS oder Streamlabs OBS ist, es läuft nicht. Also, das jetzt mal als Erklärung, tut mir leid. Ich muss da investieren, es hilft alles nichts. Ich habe mir heute mal einige Gaming-PCs angeschaut. Ja, mal schauen. Ich hoffe, dass das bald möglichst erledigt ist und dass ich dann hier was machen kann. Egal, jetzt machen wir einfach mal weiter. 14 Spiele sind absolviert, wir sind Neunter. Und müssen jetzt als nächstes gegen Botev Plovdiv spielen. Aber jetzt schauen wir uns zuerst mal die News an, was nach dem letzten Spiel war, wo wir ja ziemlich auf die Mütze bekommen haben. Wo sind wir denn? Vermeij verletzt. Sauer und Kamaruka fehlen also beim nächsten Mal. Der Verletzungsbericht. Hier der Scout-Bericht bei Botev Plovdiv. Spieler kommen für ein. MSV Duisburg-Spieler müssen die Tickets der Fans zahlen, die beim 5:0 der Orlando Pirates am Montag im Stadion waren. 2500 Euro. Oh, das ist gut. Ömer Özden sein Debüt bei der U18 gegeben. 4:0 Sieg. Nee, 9 Minuten habe ich gespielt, oder? Komisch. Egal. Es ärgert mich total. Quasi total, total. Aber es hilft nichts. Bei den alten Versionen ist es besser gelaufen. Also simulieren wir das jetzt halt einfach schneller. Habe ich ein tolles Mikro. Nur die Ausleuchtung ist immer noch bescheiden. Aber ich zeige jetzt in 1920 mal 1080 auf. Immerhin. Können Sie vielleicht die Highlights danach dann immer anschauen nach dem Spiel? Ja, die Klicks sind überragend im Moment gerade. Auf dem Football Manager World Kanal, wie gesagt, 56 für das gestrige Video. Das allererste mittlerweile bei 207. Und auch kaum Dislikes. Was ja sehr schön ist. Wie viel haben wir denn hier noch? Setzen wir alle auf die Auswahlliste. Unsere Scouts sind eifrig unterwegs. Vermeij nicht mehr wegen Mannschaftsansprachen beunruhigt. Trainingswoche. Prominent, 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 prominent. Nochmal ein Scouting-Meeting.
Wir werden uns auf jeden Fall in der Winterpause verstärken, wenn wir Geld haben. Wir können eigentlich keinen Spieler abgeben. Ich muss mir unbedingt auch die Verträge dann ansehen. Kurz vielleicht der Blick auf die Finanzen. Wo stehen wir denn im Moment gerade? Gehaltsbudget sind wir drüber. Ja. Budget für Transfers 0 Euro. Also ja, eher schwierig. Plovdiv, unser nächster Gegner. So. Die Mannschaftsaufstellung. Ja. Sauer also gesperrt. Kamavuka gesperrt. Und Pepic ist auf Länderspielreise. Unser bester Vorbereiter. Das macht die ganze Sache natürlich noch schwieriger, weil wir eigentlich kaum Spieler haben. Ich werde jetzt. Also, wir brauchen jetzt erstmal einen Außenverteidiger. Da könnten wir den Ömer Özden nehmen. Der von seinem Länderspiel, Junioren-Länderspiel wieder zurück ist. Sicker ist dann auch bald gelb gesperrt. Das ist der Wahnsinn. 4 gelbe Karten. Unser defensives Mittelfeld ist komplett weg. Aber gehen wir es der Reihe nach durch. Im Tor Leo Weinkauf, bisher 15 Spiele, Notenschnitt 6,71. Sein Schnitt bei den letzten 5 Spielen 6,76. Alternative hätten wir Brendig, den Youngster, oder Dana. Dana hat er gespielt, hat 7,03. Sein Punkteschnitt liegt bei 1,65. Ich denke mal, wir werden jetzt Weinkauf mal komplett rausnehmen. Das heißt, Dana spielt. Brendig sitzt auf der Bank. Vielleicht mal irgendwie ein Zeichen setzen, weil wir eigentlich mit Dana immer recht Glück hatten. Immer ist gut bei dem einen Einsatz, den er hatte. Die Viererkette: Özden 6,53, Schmidt 6,82, Volkmar 6,82, Sicker 6,87. Sicker ein Assist, der gesperrte Sauer hat halt schon ein Tor geschossen und 2 vorbereitet. Im defensiven Mittelfeld können wir. Wir haben keine Spieler dafür. Einmal kurz den Filter machen. Wer könnte denn noch defensives Mittelfeld spielen? Sicker und Jansen, okay. Also, dann müssen wir es doch anders machen. Dann spielt Sicker und Jansen im defensiven Mittelfeld. Den Linksverteidiger-Part, wer könnte da noch spielen? Keiner. Rechts. Wird's denn hier? Das ist doch scheiße. Schwieriges Wort, ist doch schlecht. Also, jetzt machen wir ganz anders. In unserer genialen taktischen Analyse der Situation werden wir Estrada. Wir werden Montanes hinten spielen lassen. Es ist zwar eigentlich total idiotisch, weil es eigentlich ein offensiver Mann ist, aber der hat bisher 2 Tore geschossen. Ist auch recht gut, also Kopfbälle nicht so. Eine Zweikampfquote 100% bei einem Zweikampf. Das machen wir. Engin, Stoppelkampf und Mikkels, ja, die letzten Spiele haben sie schlecht gespielt. Gerade Mikkels 6,38. Für Mikkels spielt jetzt mal der Estrada. Ja. Und wir setzen den auf die Bank. Karreiner auf die Bank. Wie viele U21 Spieler haben wir da drin? 1, 2, 3. Jawohl, das passt. So, jetzt.
Lofty wird unser nächster Gegner. Die sind Siebter. Die schießen nicht ab in der Sofortberechnung. Aha. Oder im 2D-Spiel. Ich habe letztens irgendeinen Stream gesehen. Da hat ein relativ großer Streamer auch mit 2D-Modus gespielt. Der hatte einen Haufen Zuschauer. Ich zeige ihn heute übrigens mit dem OBS Streamlabs auf. Aber wie vorher schon gesagt, es ist auch nicht besser. Unser Terminplan können wir noch mal kurz schauen. Jetzt gegen Plovdiv und danach gegen Shabab Al-Ali. Shabab. Die sind 18. Zwei richtungsweisende Spiele. Geht's vorwärts, geht's rückwärts. Ich habe übrigens in meinem Facebook-Account eine gute Diskussion gehabt über die Safe Games, also über das Let's Play, wo ich hochgeladen habe. Das war sehr schön. Da kamen auch Nachrichten vom Felix Schmidt und noch einer hat geschrieben. Tino Cooper. Ja. Ja, auf jeden Fall kam da auch ein bisschen Feedback, das freut mich sehr. Für einen Mini-Zwergen-YouTuber wie mich ist das immer was Besonderes. Und ich werde versuchen natürlich auch die Videos dann immer auf YouTube also in Facebook zu verlinken. Ich habe den Administrator natürlich gefragt. Auch hier nochmal herzlichen Dank, dass das geklappt hat. Jetzt müssen wir rein ins Spiel. So, dann kann ich noch irgendwas erzählen. Was erzähle ich denn? Ja, auf meinem Hauptkanal, der ist auf meinem anderen Kanal verlinkt. Das heißt, ist er glaube ich noch gar nicht. Ja, werden wir auf jeden Fall noch machen. Da läuft es eigentlich auch sehr gut. Da sind wir auch gut mit dabei im Moment mit den Besuchen. Da sind allerdings auch über 600 Videos drauf. Und was ich jetzt unbedingt mal machen möchte, ist Handy-Games aufzeichnen. Also ich habe jetzt ein paar Sachen am Handy aufgezeichnet. Möchte ich jetzt auch mal hochladen. So, jetzt. Begegnungen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwo den 2D-Modus einstellen können. Ich habe es nämlich vorher, ehrlich gesagt, nicht gefunden. Ob ich das jetzt vor dem Spiel einstellen muss? Ich dachte, man konnte früher immer generell irgendwo in den Optionen, also in den Einstellungen, den 2D-Modus aktivieren. Ja, auf dem Hauptkanal das gleiche Video, also das veröffentliche ich da ja auch, allerdings mit einer anderen Bezeichnung als 21 Klicks. Also, ja, das läuft. Das darf man übrigens auch, da habe ich mich erkundigt. Die gleichen Videos auf dem, also wenn es in meinen oder auf meinen Kanälen ist, ist es okay. Mulch Doppelkampf, dass sie jetzt die Unterstützung haben, okay. Ich brauche den Stoppel. Also jetzt schauen wir mal, wo man das einstellen kann. Oder wir machen Sofortberechnung oder 2D-Modus. Und wir kaufen uns einen neuen Rechner. Nur meine Frau irgendwie überzeugen. Wenn ich jetzt weitergehe, dann ist es aber nicht mehr 2D. Also jetzt machen wir mal sofort Ergebnis. Wir machen sofort Ergebnis. Denen fehlt die Spielpraxis. Oh, die Spannung steigt. Oh, zu früh. Zu früh. Ich habe mir heute übrigens mal ein paar andere YouTube-Kanäle aus dem Football-Manager-Bereich angesehen. Man muss ja schlicht die Konkurrenz etwas beobachten. Konkurrenz ist gut. Ich bin zwar in den Suchergebnissen weiter vorne, weil ich ziemlich meine Tags optimiert habe, was ich übrigens jahrelang nicht gemacht habe. Kaum beschäftigt man sich mit den Tags und schon kommt man weiter vor.
dabei nicht den großen Suchbegriffen, also Football Manager 2021, da kommt man ganz schlecht vor mit einem Kanal, der, weiß ich nicht, keine 400 Abonnenten hat und relativ wenig Klicks drauf. Also wenn ich ein Video über 100 habe, ist es toll. Aber die Tendenz ist steigend, das freut mich sehr. Aber bei den anderen, wenn man zum Beispiel Let's Play FC Augsburg oder Let's Play MSV Duisburg eingibt, dann bin ich relativ weit vorne. Das heißt, ich komme, liebe Mitbewerber, um den Thron der Football Manager. Ich muss das irgendwie durch meine charismatische, idiotische Art wettmachen. Jetzt haben wir mir einen Kaffee drüber geschüttet. Unbeabsichtigt natürlich. Wir passieren immer Unfälle unbeabsichtigt. Finde ich auch, wenn ich mir Paluten zum Beispiel ansehe, den finde ich geil. Mit seinem Bremer Slang oder Hamburger Slang. Hat schon was. Der verdient Geld mit seinem Kanal. Das ist der Wahnsinn. Wenn man das auf Social Blade ansieht, boah. Selbst die Minimalwerte sind so stark, also wirklich so hoch. Na. Aber bringt halt auch massive Videos, hat über 5000 Videos auf seinem Kanal, glaube ich. 5000 waren es, oder? Ja. Irgend sowas. Wir haben gerade mal auf dem Hauptkanal ja, 650 oder so. Können wir schauen. Wie viel haben wir drauf? Und auf dem anderen Sate 8. Also 328 Abonnenten. Und? Ich sehe jetzt gar nicht, wie viele Videos. Ja, also um die 650 dürften es sein. 19.220 Aufrufe. Ja, müsste noch ein bisschen was kommen. Um davon leben zu können. Ja, ich mache jetzt trotzdem mal kurz Pause, bis das Spiel weitergeht. So lange möchte ich dich jetzt auch nicht nerven. Bis gleich. Und wie es der Teufel will, ist es gerade in dem Moment, wo ich sage, ist es berechnet, 1:1 trennen wir uns gegen Plovdiv. Schauen wir uns die Statistik an. Eine Maus. 12:5 Schüsse für uns. 4 aus Tor, 2 aus Tor bei unserem Gegner. 0:72 unser XG-Wert. 6:5 Ecken, 14:16 Fouls, aber endlich mal nur eine gelbe Karte für Schmidt. Unser Gegner sogar mit Gelb-Rot. Hat sogar eine Gelb-Rote hinnehmen müssen. Ja, das hilft mal auch nichts. Kann man hier groß machen. Schauen wir mal die Spielstatistiken genau an. Großchancen keine, Ballbesitz 60:40 wieder. Also es ist schon Wahnsinn, wir haben eigentlich immer mehr Ballbesitz. Auch wenn wir die letzten Spiele verloren haben, also vielleicht das Spiel gegen Orlando nicht, aber ansonsten ist der Ballbesitz deutlich mehr bei uns. Ja, Stimmungsbericht für Spiele gibt es ja auch noch. Also nach dem Orlando-Spiel. Eine Insulinpumpe. Ich bin immer noch Diabetiker. Typ 1 aber. Ja. Bis sie einige Spiele mehr gesehen haben, okay. 6 gegen Orlando, jetzt eine 3. Naja, gut. Naja, gut, einfach hübsch. Das ist doch okay. Gegen 10 Mann nur Remis. Man darf halt auch nicht vergessen, dass Plovdiv schon auch jetzt 5. ist und wir sind 8. Aber wir haben natürlich die große Möglichkeit, im nächsten Spiel gegen Shabab Al-Ali, vorher hatte ich es gesagt, zu Hause auch noch gegen den Tabellen 18. Also bei aller Liebe, Freunde der Berge, da muss der Dreier her, da müssen die 3 Punkte her. Shabab hat, wobei 1:2 gegen Amerika, 1:3 gegen Reed, die sind oben. Reed ist 3. Amerika ist 1. Also so schlecht haben sie sich da auch nicht geschlagen. Gegen Jurgarden natürlich 7:0 verloren. Okay, ja, auf geht's, auf geht's. Dann springen wir noch gleich bis zum nächsten Spiel. Ja, und dann springen wir zum
23. November 2020 und wir spielen gegen Shabab Al-Ahli. Was euch vielleicht auffällt ist, ich habe andere Klamotten an als gerade eben noch im Video. Das liegt daran, dass ich jetzt dazwischen 3 Tage vergehen lassen musste, wo ich nochmal erneut an den Einstellungen rumgedoktert habe, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich mir heute einen neuen Rechner bestellt habe. Der wird allerdings erst in 5 bis 6 Tagen da sein. Also ich rechne damit, dass er nach Heilig Dreikönig kommt. Also wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme den 2. Januar, also noch 5 bis 6 Tage. Dann werde ich den Rechner aufsetzen und denke, dass ich dann am Wochenende nach Heilig Dreikönig dann hoffentlich, so Gott will, endlich wieder aufzeichnen kann, ohne dass es hakt und leckt, was mich total leckt. Haha, Wortwitz. Und ja, deswegen muss ich euch jetzt noch um Geduld bitten. Das heißt, ich werde diesen Teil jetzt hier noch mit der Schnellsimulation machen oder mit der Sofortsimulation und werde danach dieses Safe Game pausieren lassen und mich stattdessen um das Karriere-Safe Game kümmern, was ich beim Football Manager 21 Touch gestartet habe. Das nur als kurze Info. Weiter geht's jetzt aber hier dann mit der Partie gegen Shabab Al-Ahli. Jetzt schauen wir aber zuerst mal, was es Neuigkeiten nach dem letzten Spiel gegeben hat. Guantamatic Reed. Serie von 8 Niederlagen. Oh, 8 Spielen und eine Niederlage endet. Ich bin etwas übermüdet. Al-Ahli ist 18. in der Division 8. Schauen wir noch allen an. Kamavuka, 11 Länderspiele für Kongo hat er jetzt mittlerweile absolviert. Und hat auch noch ein Tor geschossen. Erstes Tor für Kamavuka. Und auch Pepic, mittlerweile 6 Länderspiele gemacht. 57 Minuten hat er gespielt gegen Luxemburg. Er wartet noch auf sein erstes Tor. Trainingswoche war super. Verfügbare Spieler der ersten Mannschaft. Das brauchen wir alles jetzt nicht. Shabab Al-Ahli, 18. Platz. 3 seiner letzten 5 Auswärtsspiele verloren. Ja. Was ich jetzt noch vergessen habe im Terminplan beim letzten Spiel, wollte ich ja noch schauen, wer das Tor überhaupt geschossen hat gegen Plovdiv. Das war Sika, Arne Sika. Für den war es der erste Treffer. Erstes Tor. Bisher eine Vorlage nur gehabt. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir gegen Al-Ahli spielen. Schauen wir erstmal die Torhüter an. Da habe ich ja Dana spielen lassen. Der hat eine 6,95 in den letzten 5 Spielen. Eine 6,65 insgesamt. Weinkauf hat eine 6,71. Also so richtig besser hat es jetzt noch nicht geklappt. Allerdings ist Danas Punkteschnitt pro Spiel bei 1,60. Weinkaufs bei 1,20. Also ich lasse jetzt Dana noch einmal im Tor. Schauen wir mal, wie er sich da macht. Und dann müssten wir wohl wieder was ändern. Maximilian Sauer kehrt zurück auf die Rechtsverteidigerposition. 6,75 für ihn, Innenverteidigung Schmidt und Volkmar jeweils 6,82. Und Linksverteidiger Montanes. Der musste ja da spielen, weil Sika ja im defensiven Mittelfeld ran musste. Das ändern wir jetzt aber wieder. Sika also wieder zurück. 6,93, das war sein Tor, aber immerhin. Defensives Mittelfeld Jansen. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass Kamavuka
Kamavuka hat eine 6,81. Ich wollte den fast in die Innenverteidigung ziehen. Aber wen dafür? Schmidt oder Volkmar? Eigentlich für Volkmar. Mal den Vergleich machen. Einsätze, Punkte. Schmidt 1,17, Volkmar 1,19. Kamavuka 1,40. Schmidt ist sehr defensiv ausgerichtet. 0 Tore, 0 Vorarbeiten. Volkmar immerhin 1,1. Kamavuka 1 Tor, 2 Assists. 6,81. Also vom Schnitt sind sie relativ ähnlich. Kopfballmäßig ist Volkmar stärker. Kamavuka hat auch einen 66er Schnitt, also ist besser als Schmidt, war schwächer als Volkmar. Zweikampfquote bei Schmidt 84%, Volkmar 71%. Kamavuka 90%, also der ist sehr stark im Zweikampf. Ja, wir werden das jetzt so machen. Kamavuka kommt für Volkmar in die Innenverteidigung und neben Jansen werde ich Pepic spielen lassen. Das Ganze wird zwar wahrscheinlich eh jetzt nicht lang funktionieren, denn wir haben Schmidt gelb vorbelastet, Zicker gelb vorbelastet, Pepic gelb vorbelastet und vorne auch noch Stoppelkamp. Trotzdem, also die Verteidigung lassen wir jetzt mal so stehen. Defensives Mittelfeld Pepic und Jansen, wie gesagt, weil Pepic nur eine 1,15er Punkteschnitt hat, allerdings immerhin 4 Tore vorbereitet hat. Jansen hat auch schon 3 geschossen, 2 vorbereitet, 6,77 zu 6,88. Beide sind aber auch sehr stark im Zweikampf. 89 Pepic, 85 Jansen. Etwas mehr läuft, etwa gleich zu 5 zu 12, 6. Pepic aber mehr vom Spiel, 928 Passversuche. Ja, das werden wir jetzt mal so stehen lassen. Dann die drei davor, Zentral Stoppelkamp, der hat eine 6,78, das ist auch nicht so der beste Schnitt. Und auch Mikkels mit 6,55 gefällt mir nicht gut, allerdings hat Mikkels immerhin 2 Tore geschossen, 2 vorbereitet. Also über Enge brauchen wir nicht reden, 6,84, der ist da gesetzt. Mikkels der Schwachpunkt, 6,55. Zweikampf schwach, wobei da ist auch Stoppelkamp nicht besser. Laufen tun sie in etwa gleich, Stoppelkamp ein bisschen mehr. Allerdings Stoppelkamp natürlich 532 Passversuche, 85 kommen an. 37 entscheidende. Also auch wer Mai vorne, zwar auch nur 6,73 ist gesetzt für Mikkels, werde ich jetzt trotzdem... Kann man denn da noch draußen sitzen? Estrada. Also folgt mal erstmal auf die Bank. Auch jetzt denn auf die Bank. Karweiner hat seine Sache eigentlich gut gemacht. Jetzt können wir mal was ausprobieren. Jetzt sind wir mal ganz wild und lassen Stoppelkamp auf der linken Außenbahn spielen. Nehmen Karweiner für Mikkels rein. Das heißt, ziehen an Karweiner wird das zentrale Mittelfeld versuchen zu steuern.
Jetzt muss ich natürlich auf die 3U21er aufpassen. Die sitzen jetzt im Moment alle auf der Bank. Ja, so gehen wir es an. Ist jetzt zwar Volkmar komplett raus aus dem Team, aber es hilft mir jetzt auch nichts. So, auf ins Spiel. Ja, wie gesagt, noch einmal sofort Simulation. Danach dann wird alles gut, wird alles besser. Wobei ich ja lange heute überlegt habe, was für einen Rechner braucht man heutzutage eigentlich. Habe auch bei Twitter was gefragt. Also mein Kumpel, der sich da gut auskennt, hat mir zu einem Ryzen 5 geraten. Ich hatte eigentlich einen Ryzen 7 gefunden, allerdings hieß es für PC, also für Spiele, ist der Ryzen 5 besser. Also haben wir den Ryzen 5 bestellt und zusätzlich dann noch eine, ich glaube 2060, wie die Grafikkarte heißt. Also hier sind wir natürlich bei dem aktuellen Rechner, sind wir natürlich schon sehr unterdimensioniert. Der ist schon um einiges schwächer. Zwar auch, glaube ich, ein Ryzen, aber ich glaube ein Ryzen 3 oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht, ich muss nachher nochmal nachschauen. Jedenfalls, wie gesagt, sobald das Aufzeichnungsprogramm läuft, leckt das Teil. Diesmal kein Wortwitz. Ja, wenn man sich die Tabellensituation ansieht, dann sieht man schon, wenn wir das Spiel jetzt auch verlieren, also wir haben die letzten, von den letzten 5 Spielen nur ein einziges gewonnen und 3-mal verloren, dann ja, haben wir da oben nichts verloren und dann müssen wir auch was ändern. Die Transferphase geht ja erst im Dezember los. Nein, im Januar geht sie los. Das heißt, da müssen wir noch etwas warten. Und finanziell, das aus in den Pokalspielen, haben wir auch kein Transferbudget. Unser Gehaltsbudget ist auch überzogen. Also, es wird schwer. Aber wenn es leicht wäre, könnte es jeder. Oh, der FC Augsburg hat einen neuen Trainer, sehe ich hier gerade. Zeitler. Wir also gegen Jabab Al-Ali. Was gibt es sonst für gute und interessante Spiele? Der dritte gegen den sechsten. Orlando Pirates gegen Botev Plovdiv. Die Orlando Pirates haben uns ja 5-0 abgeschossen. Wir werden sicherlich dann im nächsten Spiel, wenn wir gegen den 19. SFC Opava spielen müssen, ich denke wieder das Team ändern, denn ich hatte es ja vorher gesagt, 3 oder 4 Spieler sind es, die gelb vorbelastet sind. Das heißt, bei einer weiteren gelben Karte sind sie gesperrt. Ich bin dann gespannt, wie bei dem neuen Rechner die Auslastung aussieht. Wie gesagt, im Moment haben wir 21,4% CPU-Auslastung und die Frames per Second liegen bei 20,32, gehen jetzt aber gerade auch schon wieder runter. Und wir haben 10% übersprungene Frames in den letzten 2 Minuten. Das ist natürlich viel zu viel. Mai, Engin und Özden sind fit. Taktik-Meeting, da erzähle ich immer sowieso nichts, weil wir ja mit eben dem Kader so spielen, wie es unsere Taktik uns vorgibt. 12.905 Karten sind verkauft. So, das Sofortergebnis. Schauen wir nochmal die Aufstellung. Ja. Ja, schlecht sind wir nicht. Sofortergebnis. Und dann ist das Ergebnis da und es ist erschreckend. Wir verlieren 3-6 gegen Jabab Al-Ali. Schüsse 12-mal der MSV, 6-mal aufs Tor, aber nur 3-mal getroffen. Nur 3-mal ist gut, das ist ja eh nicht schlecht. Und Jabab Al-Ali mit 8 Schüssen, 7 aufs Tor. Torschützen waren Leonardo und Conde. Nach 26 Minuten ist schon 2-0 gestanden für unseren Gegner. Dann da sieht man jetzt nur die erste Halbzeit. Aha, 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 interessant. Die Stimmungsberichte, also wieder eine 6.
Oh, jetzt müssen wir was tun, das hilft nichts. Ich möchte trotzdem noch mal schnell auf den Terminplan schauen, weil man es eigentlich nicht richtig sieht in dieser Statistik, die wir da gerade hatten. Wie schaut's aus? Die Torschützen waren, also Leonardo und Conde das 1 und 2 zu 0, Engin das 2 zu 1, Conde das 1 zu 3 von uns aus gesehen. Dann Vermey das 2 zu 3, dann sieht Schmidt gelb-rot. Vor der Halbzeit, Khalil das 4 zu 2, Stoppelkamp das 4-3 und dann nochmal Khalil, Estrada verletzt raus und nochmal Kamali und dann ist es auch schon gelaufen. Ballbesitz 49 zu 51, das sagt mir jetzt Folgendes, wir müssen in unserer Taktik was ändern. Wir hätten das jetzt auch tun und zwar... Werden wir, ja, was machen wir denn? Was haben wir denn da alles? Gegenpressen 4-2-3-1 anbieten. Schaut jetzt nicht viel anders aus. Vertrautheit ist eigentlich auch okay. So werden wir es jetzt mal probieren. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Schmidt für ein Spiel gesperrt. Estrada verletzt 5 Wochen bis 2 Monate. Okay. Überlassen wir dem Physio. Ja, da möchte ich mich auch schon mit diesem Teil verabschieden. Leider läuft es im Moment überhaupt nicht. Wir sind jetzt 10. und haben die Seuche im Fuß. Wir können hier mal noch kurz unsere Statistik anschauen. Mit 27 erzielten Toren sind wir auf Rang 19. Also das, was ich immer sage, dass wir eigentlich vorne gar nicht so schlecht sind, das passt eigentlich auch nicht. Ich bin aber der Meinung, wir erarbeiten uns die Chancen, bloß wir schießen die Tore nicht. Gegentore 34, da sind wir das 7. schlechteste Team. Ja, jetzt muss ich was tun. Unsere nächsten Gegner, Opava, Reed, also Opava ist Letzter. Ried ist 4. Tischren, die sind 13. und Austin 19. Ja, da muss sich was ändern. Wir arbeiten dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Ciao.